Hallihallo und guten Tag. Mein Name ist Sonja Schulte, ich bin unabhängige Demonstratorin von Snap It Up und habe heute ein neues Video für euch. Huch, das sollte ich vielleicht nochmal zeigen. Und zwar ist die Idee nicht von mir, sondern die habe ich ganz aktuell gerade bei Paper Smycho gesehen. Ich fand die Idee total toll, habe das adaptiert, ein kleines bisschen anders gemacht. Aber im Großen und Ganzen so belassen, insbesondere von den Maßen her. Die sieht so aus. Das ist so eine kleine Box eigentlich, nämlich eine Matchbox, im Matchbox-Style, sage ich mal. Ich habe hier eine kleine Feodora drin. Oh, ich muss das ein bisschen weiter so. Da passt genauso eine kleine Feodora rein. Ganz klasse. Und das ist als so ein kleiner Gruß gedacht. Hier ist jetzt eine Pfote, eine Tatze drauf, da das ein kleiner Gruß für ein Seminar ist, wo ich am Wochenende dran teilnehme, wo es um Hunde halt geht. Deswegen so eine kleine Pfote. Ich zeige euch das mal. Grundsätzlich mal eben vorweg. Ich mache alle Angaben in Inch. Ich finde es deutlich einfacher, in Inch zu arbeiten. Aber ich werde auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de, alle Maße, sowohl Inch als auch Zentimeter und die verwendeten Materialien nochmal auflisten und nochmal ein Foto reinstellen. Die könnt ihr euch dann dort abrufen. Aber wie gesagt, ich mache jetzt alles in Inch. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich die Zentimeter und die Inchmaße auch nochmal, füge ich nochmal ins Video mit ein. Es geht eigentlich immer recht schnell. Vielleicht mache ich das auch. Okay, was braucht ihr? Ihr braucht ein bisschen auseinandernehmen. Ihr braucht ein Stück Farbkarton. Ich habe jetzt Honiggelb genommen. Ich liebe die Farbe Honiggelb. Und zwar in der Größe 7 x 2,5 Inch. Das ist für den Umschlag. Dann braucht ihr nochmal ein Stück Farbkarton in 4 3/16 x 3 3/16 für die kleine Box. Für die hier. Dann braucht ihr ein Stück Designpapier. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Oh, ich habe eins vergessen. Verdammt. Na, egal. Nein, ist gar nicht wahr. Entschuldigung, ich habe keins vergessen. Falsch aufgeschrieben. Ich habe ein etwas größeres Stück in 2 3/8 × 1 3/8 und 2 3/8 × 7/8. Das ist zum Dekorieren. Das Stückchen und das Stückchen. Dann habe ich eine kleine Blume mir gestanzt und einen Gruß, den habe ich auch schon fertig gemacht. Die Grüße mache ich immer mit dem Wellenoval und mit dem großen Oval. Die beiden benutze ich so gut wie immer, wenn ich Grüße mache, weil die finde ich wirklich toll. Das passt super zusammen. Die Farben, das hier ist Jade, weil das finde ich wieder im Designpapier. Genauso wie ich das Honiggelb im Designpapier wieder finde. Das ist ja das Schöne am Stampin' Up. So, dann legen wir mal los. Eben einmal beiseite legen und machen als erstes mal den Umschlag. So, auch hier wieder Inchmaße. Wie gesagt, für die Zentimetermaße schaut einfach mal auf meiner Homepage. Mal eben schauen. 3/8 ist das erste. Ich mache, wenn das so kleine Maße sind, das immer auf der Seite. Das ist etwas einfacher. Dann drehe ich es um und mache weiter. 1/7, 2/7, wo ist er da? Und 4/3. So, fertig. Machen wir gleich. Ich falze jetzt noch die Box gleich hinterher. Und zwar ist das einfach auf allen vier Seiten jeweils 7/8. Das heißt, 1 × 7/8, 2 × 7/8 und dann einfach immer nur drehen, eins weiter drehen, sodass ihr auf allen vier Seiten den Abstand 7/8 falzt. So, fertig. Dann machen wir als erstes mal die Box, würde ich sagen. Das ist relativ schnell gemacht.
eben einmal alles nachfalzen. Tut euch selbst den Gefallen und knickt die Linien nicht einfach nur so um und macht so, sondern nehmt ein Falzwerkzeug, also ein Bone Folder, ein Falzbein und zieht es einmal nach. Ihr bekommt einen saubereren Knick. So, jetzt wird an allen Seiten das gleiche gemacht. Einmal hier einschneiden, hier eine Ecke rausschneiden, die äußere Ecke rausschneiden. Und beim nächsten auch einschneiden, eine kleine Ecke rausschneiden, auf der anderen Seite auch die kleine Ecke rausschneiden. Auf der anderen Seite genau das gleiche, rausschneiden und rausschneiden. Und hier noch einmal rausschneiden und rausschneiden. So, das war's schon. Jetzt kommt Sticky Tape, doppelseitiges Klebeband. Sobald ich den Anfang gefunden habe, schön dicht an die Falzkante, weil da soll es ja kleben. Allerdings mache ich das auch immer so, gerade wenn ich so kleine Boxen zusammenstelle, dass ich nicht nur hier Sticky Tape mache, sondern ich mache auf die obere Lasche, also auf den Bereich hier, da oben, gleich noch ein kleines bisschen Snail drauf, dann klappt das, wenn ich das jetzt gleich zusammenbaue, nicht so über. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Man muss es nicht machen, ich mache das aber eigentlich immer. So, einmal vernünftig andrücken, ein bisschen Snail, wirklich nur einmal so, zack, so ein ganz kleines bisschen und das war's schon. So. Als wirklich, wirklich guter Tipp, und den Tipp gebe ich immer wieder, ich kann nicht genug davon bekommen, euch diesen Tipp beim Basteln zu geben. Wenn ihr das rote Sticky Tape, das rote doppelseitige Klebeband, die Folie abmachen wollt, ihr fummelt euch zu Tode, wenn ihr da jetzt dran rumfingert, macht das mit dem Papierlochwerkzeug. Das geht so schnell, einfach nur einmal unterhaken, abziehen. Unterhaken, abziehen und unterhaken, abziehen. So, jetzt, das wollen wir nicht haben, das ist los. So, die Box wird jetzt zusammengebaut, wie man Boxen so zusammenbaut. Einfach Lasche nach innen knicken, obere lange Lasche hochklappen und einmal zusammenkleben. Da reicht ein bisschen Druck, weil das Sticky Tape wirklich sehr kräftig ist. Und fertig. So, hätte ich jetzt hier kein Snail mehr rangemacht, dann könnte ich das ein Stück rüberklappen. Das finde ich ein bisschen unschön. Deswegen mache ich an diese Kanten immer noch ein ganz kleines bisschen Snail dran. So. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Das vergesse ich gerne. Oh. Normalerweise, das ist ja ärgerlich. Ich habe hier diesen Eingriff, den ich ausstanze. Ja, kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Den muss man mit einem, ich habe ein Viertel oder man kann auch ein 1 Zoll Kreisstanze, muss man das ausstanzen. Wenn ich das jetzt schon zusammengebaut habe, kann ich das nicht mehr, weil die Stanze da nicht reinpasst. Die Stanze ist zu breit. Hm? Passt nicht. Ich mache das jetzt mal anders. Ich nehme einfach ein. Ein halb Zoll Kreis und nehme den jetzt. Das muss jetzt reichen. Ungefähr mittig. Und so. Geht auch. Das ist schöner, wenn man den etwas weiter hat. Aber gut, ich habe es halt vergessen. So.
jetzt kommt der Umschlag. Alles einmal falten. Und ich habe hier oben die Ecken abgerundet. Das mache ich jetzt auch mit meinem Eckenrunder. So. Und jetzt kommt das Gleiche so zusammen. Das heißt, auf die Außenseite kommt wieder Sticky Tape. Und da ist die Kante. So. Und damit das hier gleich, wenn ich es hochklappe, nicht so unglücklich übersteht, schneide ich immer noch hier ein bisschen die Ecke raus. Allerdings mache ich das erst, nachdem ich das Sticky Tape draufgeklebt habe. Nachdem ich das Sticky Tape draufgeklebt habe. Das ist etwas einfacher, weil sonst hat man die Spitze hier nicht dran. So, einmal abziehen. Na, komm her. So. Und jetzt klappe ich das einfach um. Klappe das hier drüber. Und fertig habe ich. Jetzt kommt auch schon das Designpapier. Einmal ein bisschen aufräumen. Das brauchen wir nicht mehr. So, Designpapier mache ich mit Snail. Ups. Na, kriegst du wohl. So. Normalerweise macht man das Designpapier ja rauf, wenn das noch nicht zusammengebaut ist. In diesem Fall, da ich diese Box aber so schön zusammenfalten kann, kann ich das eigentlich an jeder Stelle machen. Ich mache das gerne hinterher, damit ich mir auch sicher sein kann, dass ich das nicht falsch rum zusammengebaut habe. So, ein bisschen mittig ausrichten. Und das zweite. Das richte ich jetzt im Prinzip nach dem ersten aus. So. Fertig. Jetzt kommt die Box hier schon rein. Okay. Ich sehe gerade, hier ist so ein kleiner Rand von meinem Schneidebrett übrig geblieben. Den mache ich mal. Das ist so ein bisschen ein ausgefranster Rand. So ganz leicht. Da habe ich mir mal, ich weiß nicht, in einem 1-Euro-Shop oder so, diese quadratischen Feilen, das ist eigentlich eine Nagelfeile, gekauft. Immer wenn ich sowas habe, gehe ich da eben einmal ganz kurz rüber. Und schon ist da nichts Ausgefranstes mehr dran. Fertig. So, jetzt kommt schon... Oh, ich habe meine Bluedots vergessen. So. Die habe ich ausgestanzt und in die Mitte so eine Mini-Halbperle gemacht. Da kommt hinten ein Glue-Dot drauf. Und den setzen wir hier vorne hin. Und wie gesagt, das habe ich schon ausgestanzt, gestempelt, ausgestanzt. Da sind schon Dimensionals zwischen, damit das ein bisschen den 3D-Effekt kriegt. Und ich befestige den Gruß dann mit Snail. So. Und fertig ist die kleine Gruß-Matchbox, nenne ich sie mal. Ah, oh, stimmt, ich habe gar keinen Namen noch nicht vergeben. Ich nenne die mal Gruß-Matchbox. Finde ich einen schönen Namen. Das war